Der Volkswagen Charan wird 20. Zum Geburtstag haben die Wolfsburger die zweite Generation nun leicht überarbeitet. Die alten Werte wie ein flexibles Raumkonzept, Komfort und Sicherheit sind geblieben und noch ein paar neue dazugekommen. Und das schafft er schon seit 1995 und in den vergangenen 20 Jahren konnte man diesen Charan rund 800.000 Mal verkaufen. Er ist ja ein echtes Familienauto und deshalb nannte man ihn früher schon mal Pampers Bomber und es gab noch einen anderen Namen. Bedingt durch die Kooperation mit Ford gab es noch einen Galaxy. Das ist Schnee von gestern und der neue präsentiert sich genauso wie der alte, denn optisch gibt es kaum Änderungen. Das Wichtige gibt es unter der Motorhaube und im Innenraum. Das Design bleibt weitestgehend gleich. Neu ist eine markantere Lichtsignatur an der Front und LED-Leuchten am Heck. Durch die Schiebetüren können die Passagiere nach wie vor besonders leicht ein- und aussteigen. Der Innenraum ist VW-typisch gestaltet. Die Übersichtlichkeit bietet dem Fahrer optimale Orientierung. Die vielen Staufächer im Charan bieten eine Menge Ablagemöglichkeiten. Bewährt ist auch das variable Sitzkonzept im Charan. Der Stauraum fasst beim Siebensitzer 822 Liter und lässt sich durch Umlegen der Rücksitze auf knapp 2300 Liter erweitern. So ein Charan ist nicht unbedingt ein sehr leichtes Auto. 1,7 Tonnen wiegt er leer. Und das bedeutet, wenn man ihn vollgeladen hat, dann neigt er sich schon beim Kurvenfahren. Aber das Ganze ist nicht unangenehm und schon gar nicht unsicher. Der von uns getestete 2 Liter TDI leistet 85 kW und erreicht eine maximale Geschwindigkeit von 184 km pro Stunde. In 12,6 Sekunden ist der Familienvan auf Tempo 100. Den Verbrauch gibt VW mit 5,1 Litern an, bei einem CO2-Ausstoß von 132 Gramm pro Kilometer. Das Zauberwort der modernen Autos heißt Connectivity. Die gibt es auch bei diesem Charan. Also man kann ein Smartphone mit diesem Multimedia-System verbinden. Dann hat man die gleiche Oberfläche wie auf einem Handy hier auch auf diesem Monitor. Während das Handy über USB mit dem Fahrzeug gekoppelt wird, können die wichtigsten Funktionen auf das farbige TFT-Display gespiegelt werden. So ist es zum Beispiel möglich, die Musikdateien auf dem Handy zu durchstöbern und sich seinen Lieblingssong über das Touch-Display auszuwählen. Und auch in Sachen Fahrerassistenzsysteme punktet der Charan mit großer Vielfalt. Sicherheit schreibt man bei diesem Familienauto ganz groß und aus diesem Grund gibt es wohl wie bei keinem anderen in seiner Klasse so viele elektronische Helfer, zum Beispiel die Multikollisionsbremse oder auch ein Umfeldbeobachtungssystem. Das bedeutet, wenn man rückwärts aus einer Parklücke rausfährt, dann kann man am Monitor beobachten, ob nicht jemand zufällig vorbeikommt. VW bietet erstmalig im Charan die automatische Distanzkontrolle ACC an, die gerade auf Langstrecken und Autobahnfahrten das Fahrzeug sicherer macht. Die ganz positive Nachricht gibt es zum Schluss. Der neue kostet genauso viel wie der alte, nämlich 32.000 Euro muss man für das Basismodell bezahlen. Der hat dann einen Benziner an Bord. Beim Diesel sind es 33.475 Euro. Neu erfinden musste VW den Charan nicht. Die Aufgabe war, ihn so erfolgreich zu halten, wie er immer schon war.